Manchmal muss man auf etwas verzichten, damit es besser wird. Das kennen wir schon gesundheitlich. Man muss manchmal auf etwas verzichten, damit man gesünder wird. Und die Passionszeit als alte Fastenzeit ist eigentlich eine alte, gute Schule dafür. Manche erleben es sogar in Beziehungen, dass man sich manchmal trennen muss, damit eine neue, große Liebe entstehen kann. Und wir kennen es aus vielen Bezügen. Rosen muss man zurückschneiden, damit sie neu erblühen können. Und auch das Weizenkorn, das muss losgelassen werden und in die Erde, damit die neue Weizenpflanze wachsen kann. Man hat dies immer auch bezogen auf das, wie wir auf Jesu Tod schauen. Warum musste er eigentlich sterben? Ja, weil nur so, durch diesen Gang durch den Tod, das neue, größere, über den Tod hinausreichende Leben entstehen kann. Auf dem Weg sind wir in der Passionszeit und am heutigen Sonntag Lätare, dem sogenannten kleinen Ostern, schauen wir schon sozusagen auf den Horizont des Osterfestes und besinnen uns darauf, dass das immer wieder mal so ist. Nur durch Loslassen gewinnen wir das Größere, nur durch den Tod hindurch gewinnen wir das Leben bei Gott. Danken wir für diesen Weg Jesu, so merkwürdig er uns manchmal auch vorkommt, und freuen uns, dass wir jetzt schon hinausschauen über die Passionszeit hinweg auf das Osterfest. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute weitere Hälfte der Passionszeit.